Gut zu wissen. Was haben wir eigentlich an Sachen jetzt noch dabei? Also ein paar Lianen sollte ich mitnehmen. So. Gewicht, wir sind schon wieder bei 45,7. Schon wieder etwas sehr hoch. So. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil ich weiß halt nicht, was uns hier halt erwartet. So. Genau, da haben wir einen neuen Ort auf der Karte gefunden. Das hier. Ein Generator. Empty, of course. Just had to be this way. Okay, also wir müssen jetzt Treibstoff finden, um diesen Generator zu betreiben. Und dann können wir mit dem Ding hier eigentlich nach unten fahren. Okay. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist per se jetzt erstmal nicht schlecht. So, bevor wir jetzt mit Mia sprechen, gönne ich mir mal ganz kurz die Kokosnuss. Ja. Dann sammeln. 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 Die hatte keinen Platz mehr bei uns im Inventar, deshalb lag die hier rum. Wo ist das Essen? Da. Das essen wir auch gleich. Dann haben wir hier zwei Kokosnussschalen. Die legen wir hier mal hin. Okay, die liegen hier ein bisschen buggy. Legen die hier. Und hier hin. Dann können wir darüber. So, jetzt reden wir mal mit Mia. Mia, you're not gonna believe this. I found something strange. An elevator. An elevator. In the middle of the jungle? What are you talking about? Not sure yet. The engine's out. Probably ran out of fuel. Ah, fuel. Got it. Any idea where we can get some? You can get some. Let me think about it. And I'll let you know. I got a couple of ideas. We'll let you Okay. know. Also hier könnten wir halt auch nochmal einen Unterschlupf bauen. Ich bin die ganze Zeit nur an Unterschlupfen bauen, ne? Ist schon unterhaltsam. Suche Hilfe, überprüfe Lambda 2. Finde einen Weg, den Generator zu starten. Um wie viel, dass wir bei Lambda 2 Sprit finden? So, wir könnten. Ich hoffe, das fällt in die mir entgegengesetzte Richtung. Ja. So, damit hätten wir schon mal zwei Stück. So, das gleiche mit dir. Dann hätten wir nämlich drei lange Stöcke liegen. Nein! Nein! Verdammt. Okay. Ich müsste einen langen Stock von außerhalb besorgen. Ich habe das Gefühl, ich bin langsamer geworden. Wahrscheinlich, weil ich schwerer geworden bin. Wir werden mal. Wahrscheinlich müsste ich versuchen, mich unter 45 zu halten oder so. Das kann gut sein. Dann versuchen wir hier mal auch nochmal schnell so einen Hüttenunterstand zu basteln. So. Damit bin ich wieder etwas leichter. Hier nehme ich mir eine Nuss mit, dann wird hier auch noch mal eine sein. Ja. Hätte vorher die anderen Nüsse überprüfen sollen, wie verdorben die schon sind. Oh, es geht. Aber wir essen trotzdem erstmal die alten. So, ein langer Stock. Zwei lange Stöcke. Wir haben das Ding, was wir abernten können, und wir haben das Ding, sollte uns dann genug Palmblätter hier in der Umgebung bringen. So. Fällen wir jetzt einfach einen von denen hier. Obwohl, der ist ganz schön dick, ne? Haben wir nicht einen dünnen? Hier, guck mal, den hier. Werden wir bestimmt weniger Schläge brauchen. Wir brauchen ja nur. Hervorragend. Einen langen Stock eigentlich.
Nehmen uns ein paar normale Stöcker mit. So. Supi. Damit haben wir auf jeden Fall auf der Karte an verschiedensten Orten jetzt mittlerweile Unterschlüpfe verteilt, was nicht schlecht sein wird. Ja, das kann sich nur positiv, denke ich mal, für uns auswirken. Wenn wir sagen können, hey, wir haben dann Unterschlupf. So. Okay. Supi. Zack. Sehr gut. Und die, die uns jetzt noch fehlen, die kriegen wir von dem hier. So. Ein paar trockene Blätter sind auch dabei. Können wir uns auch gleich bedienen. So, wie viel fehlt hier noch? Eins. Perfekt. So, die trockenen Blätter. Komm schon. Hallo? Gut, nehmen wir die erstmal weg, damit ich dann mir die trockenen Blätter schnappen kann. So. Zack. Und, na komm. Prima. Gut. Ah, hier ist noch eins. Vier trockene Blätter jetzt an einem Baum. Das, finde ich, klingt viel besser. Früher waren das sehr wenige, fand ich immer. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich so war. So, die halten noch 21 Stunden. Wie sieht es denn mit unseren Stoffen aus? Okay. Also, Banane essen klingt nach einer guten Idee. Sie können wir auch essen. So, Wasser. So. Was wir jetzt auch noch machen könnten, wäre hier halt einfach ein Lagerfeuer reinbauen. Hier drin ist es soweit geschützt, dass wir... hier darf ich eins hinbauen. Okay. Hier auch. Ich hoffe, es ist hier schon regengeschützt und geht nicht aus durch den Regen. Aber eigentlich sieht es gut aus. Kleine Stöcker. Also Stöcker eigentlich. Keine von den kleinen, aber... So. Ernsthaft. Wie hier einfach alles runtergefallen ist, wie ich noch meinte. Hoffentlich fällt das da nicht runter. So. Dann könnten wir das jetzt sogar gleich nochmal anschmeißen. Wir haben tatsächlich ja genug Energie dafür. So. Dann können wir da das Klapperschlangenfleisch mal durchbraten. Sehr gut. Wir haben unten einen bekannten Pilz, den könnten wir dann da auch nochmal gleich durchballern. Hier haben wir dann auch eine Schale, in der wir kochen können. Wasser haben wir auch noch. Ja, ein bisschen Wasser haben wir auch noch, mit dem wir kochen können. Perfekt. Sehr, sehr gut. Den Holzscheit können wir eigentlich auch mal auseinandernehmen. Kein Platz mehr im Rucksack für das Feuerbrett. Ist aber okay. Das Feuerbrett zusammen mit einem Stock... Nicht mit einem Stock. Mit einem kleinen Stock. Ja. Können wir zu einem Handbohrer machen. So. Damit haben wir nämlich mal einen neuen Handbohrer. Wie schwer ist der? 0,9. Und der hier? 0,7. Ich glaube, ich nehme lieber den leichteren mit. Den schwereren, den schmeiße ich hier hin. Haben wir hier einen bereiten Handbohrer auch noch liegen. Ist doch super.
Perfekt. Es gibt auch noch eine andere Art von Bohrer, ehrlich gesagt. Wie war denn der? War der mit mehr Stöcken? Noch mehr Stöcke? Noch ein Seil? Noch ein Stock? Okay, das war jetzt ein Stock zu viel. Noch ein Seil? Nee. Ein kleiner Stock dazu? Nee. Was habe ich denn jetzt weggenommen? Zu viel Seile? So passt es wieder. So auch. So auch. Das nicht mehr. Das auch nicht. Noch ein Stock? Nee. Was könnte man da jetzt denn noch dazu packen? Ein Stein? Zunder? Nee. Ich glaube Zunder... Doch, man kann was aus Zunder herstellen. Okay. Tja, keine Ahnung, was da jetzt noch dazugehören könnte, damit man daraus was herstellt. Keine Ahnung. So, das Fleisch ist erstmal fertig. Dann trinken. Wie viel Wasser brauchen wir noch? Nicht mehr so viel. Dann packe ich hier mal Wasser rein und den mit. So. Zack. Die Spinne können wir hier mal durchbrennen und hier den Pilz reinpacken. Sehr gut. Proteine, die können wir uns gleich reinhauen. Das Ei könnten wir uns dann eigentlich auch noch gleich gönnen. So. Wenn ich das... Kann ich das kochen? Nee, das kann ich nicht kochen. Okay. Dann nehme ich das wieder raus. Die Schale wird weggestellt. Das Ei kommt dahin. Irgendwann verdirbt auch das Ei. Also von daher... Es hält sich zwar eine Weile, aber auch irgendwann verderben Eier auch als an sich. Können wir es auch gleich kochen. Jetzt hält sich das 3 Tage. Das ist doch super. Okay. Gut, also damit geht es uns gerade wieder richtig gut. Gut, die Proteine sind ein bisschen schlecht. Hauen wir uns gleich welche nochmal rein. Das sieht dann aber auch wieder gut aus. So, die ist jetzt gekocht. Gekocht will ich die aber nicht. Ich will, dass die verbrannt wird. Ich lasse sie mal da liegen. So. An Stammesangehörigen singen. Vielleicht sollten wir das speichern. Nicht, dass die uns erwischen und uns platt machen. Also ich denke mal, das Feuer wird die ja hier nicht anlocken. Also Feuer kann die wohl anlocken. Zumindest würde ich so interpretieren, was in unserem Büchlein drin steht. Na, hier, Feuer kann unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ich denke mal... Na gut, machen wir das Feuer rasch aus, sicherheitshalber. Moment. Ich will nicht da das ganze, den ganzen Bidon drüber kippen mit unserem ganzen Trinkwasser. Denn man braucht ja auch nur eine kleine Menge, um das auszumachen. So. Okay, gehen wir mal in die Richtung gucken. Speichert hatte ich, ne? Ich speichere sicherheitshalber nochmal. Nur für den Fall. Ne, nur für den Fall. Okay. So. Ah, ich höre dich schon wieder.
Mindestens zwei Leute, drei Leute. Da. Da ist einer. Da sind zwei. Ich würde sagen, wir verziehen uns einfach von hier. Ich habe da einfach gar keine Lust drauf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine gute Idee ist, mit denen in Kontakt zu kommen. So. Ich weiß gar nicht, ob das hier was bringt, in die Hocke zu gehen und zu schleichen. Wir sind schon weit genug weg. Wir können wieder uns normal bewegen. So, eigentlich wollte ich ja jetzt gerne zu unserem alten Zwischenlager. Also eigentlich wäre ich gerne von hier aus nach Süden gegangen, hier auf diesen Ort zu, um dann hierher zu gehen. Probieren wir es mal hier lang. Ich glaube, hier bin ich sogar schon mal lang gelaufen. Oh, jetzt wird es gerade richtig dunkel. Ist natürlich ungünstig. Ist auch gerade 19 Uhr. Und durch das Blätterdach kommt da natürlich wenig Licht. Oh, jetzt gerade ist es nochmal dunkler geworden. So richtig mit dem... Richtig deutlich. Ja gut, es macht auch einen Unterschied, ob man hier... Oh, bin anscheinend an einem Ameisenhügel vorbeigelaufen. Großartig. Oh ne. Das ist schon wieder Egel. Geht mir aber auch echt andauernd, ne? Also die Ameisenhügel haben eigentlich mal auch so einen Ausschlag verpasst dann, bin ich der Meinung. Aber anscheinend haben sie das ein bisschen genervt. Dass das anscheinend doch nicht mehr so schnell passiert. Ein bisschen Nahrung dabei, das ist eigentlich nicht schlecht. Das einzige Problem ist halt wirklich immer die Proteine. Die sind halt immer ein bisschen Mangel. Wobei... Oh. Und Wasser ist tatsächlich ein größeres Problem, als ich gedacht hätte. Okay. Worauf laufen wir jetzt zu? Ah, wir laufen jetzt wieder... Auf den Flieger zu. Sekunde. Wo sind wir jetzt? Wir sind bei 41,22. 41,22. Wir sind hier. Das heißt, ich will eigentlich hier hin. Die Frage ist, hier irgendwie eine Möglichkeit, hier lang zu gehen? Also da oben ist auf jeden Fall eine Strecke, aber... Komme ich da auch irgendwo hin? Da hoch oder so? Ja, hier. Okay. Supi. Das heißt, jetzt hier in die Richtung. Ach, verfluchte! Das ist jetzt wirklich, wirklich schlecht. Wir haben nämlich keinen Tabak mehr. Oh doch, wir haben noch einen Tabak. Oh, ein Glück. Oh, einen Tabak hatten wir noch. Oh, jetzt wird es aber auch dann wirklich langsam kritisch. Oh, und... Okay, wir gehen zu dem Unterschlupf, den wir schon haben. Wo ist die Schlange? Vielleicht machen wir uns die gleich morgen früh mal. Das könnte eine gute Idee sein. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu schnell unsere Energie verlieren. Sodass wir es noch bis zu dem Unterschlupf da hinten schaffen. Und ich nicht wieder umkippe, bevor wir da sind. Sieht aber bedrohlich aus gerade. Wir verlieren gerade sehr schnell unsere kleine Menge an Stamina. Oh ja, das sieht ganz, ganz furchtbar aus. Wir werden es wohl nicht mehr schaffen, da reinzukommen.
Das ist richtig doof. Habe ich irgendwas dabei, was Energie gibt, wenn ich es esse? Ich glaube nicht. Ja. Verdammt.